Damit willkommen zurück zu einem neuen Part. Der Will möchte mit uns sprechen. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Was soll das denn heißen? Sagt das offen. Jemand hat euch auf Kanach angesetzt. Ich würde gerne wissen, wer diese Kontaktperson ist. Nicht so nützlich wert, würde ich meinen Dolch in euren Schädel versenken. I can say only this. Karlak's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. Buße. Muss mir Gedanken machen. Oder ich habe Antworten verdient. Faszinierend, eine Chance dabei zu sehen, wie die Klinge sich windet. You're not in any danger. I promise. I can't say the same about me. Aha. Astarion, was ist los? Muss mir Gedanken machen, wegen dir. Hast du was gegen Will? Ja, sorry, ich meine. Wer könnte denn wohl heimlich die Dinge gegen jemanden? It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. They're obedient puppets. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And a true vampire. Yes, and no. The problem is, once you're a vampire spawn, they completely control you. They have to allow you to bite them. And why would they do that? Vampires are power-hungry creatures. They won't lose a servant to create a competitor. Trust me. Yeah. It doesn't happen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir... Nein, den brauchen wir noch ein bisschen. Warum insistest du auf exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. Das klingt schön. Schön für euch. Ich spreche nochmal mit Gail. Thank goodness that's all dealt with. The odds are stacked high enough against us already. No need to turn on each other. Oha. Ich habe ein magisches Anfang, das euch interessieren könnte. Hat der Zustand, warum erfordert er Magie? Ich wusste nicht, dass es so einfach ist, Magie zu wirken. Was haltet ihr von, dass wir ein Vampir im Lager haben? Ich möchte, dass ihr heute im Lager mit. That is most gratifying to hear. May I? Ich kann gerade nicht aushelfen, habt ihr ja noch etwas Geduld. I will consume the magic inside. What was a powerful artifact will be rendered no more than a trinket, but it will save my life, even if only temporarily. Wenn das mal kein Glück ist. Das Medaillon. Mit dem Trinken, ja, tanzenden Lichter, ja, was ist? Schussfang. Das doppelt ausgerüstet von der Astarion. Ich
Ich meine, Jumpf nicht nützlicher. Also hier. Thank you. Aha. Scheint irgendwie doch was gebracht zu haben. Oh. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Jetzt musst du uns aber auch gut helfen im Kampf. Weißt, dass ihr das wahre Monster seid. Ein Dankwort kann ich mir nicht, kann mir nicht ersetzen, was ich verloren habe. Was wollt ihr tun, um mich zu entschädigen? Gute Frage. Wie kriegen wir noch ein anderes Item? Compose a thousand stanzas at ode titled A Gale of Thanks and Adulation? Sincerely, though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. Jetzt kämpft aber doppelt so gut für uns. I myself am a much more powerful artifact in your arsenal. Das stimmt wohl. Of that. Da hat er wohl recht. Wir brauchen einen Schlafsack. Wo geht's denn hier sonst? Wo geht's hier lang? Was auch immer. Und weiter soll es gehen. Dieses Lachen kann auch nur von einem kommen. Die Straße. Na, kommt Leute. Okay. Hat ein Gräschen gepflückt. So. Hier wollen wir 10 Jahre die Töpfe anstelle die Paladine. Hey, hier rüber müssen wir. Stiegstraße. Hier entlang. Und dann hier hinauf. Überleben nicht geschafft? Was? Erdhaufen. Können wir da nicht schaufeln? Und eine Kiste. Noch ein Blutstein. Fantastisch. Ich hoffe, die sind was wert. Und was sie verkaufen. Jetzt wird es gleich wohl einen Kampf geben. Dann dürfen wir mal so eine Beleitung ausprobieren. Wird gespeichert, oh je. Distance between Elturel and Baldur's Gate. Toll, oh. Say a long way away. Getting word to my mother rather tricky. Ja. Wir müssen ein bisschen looten. Nahrung können wir gebrauchen. What's hiding here? Oh, Fackeln. Okay. Das ist versperrt. Beim nächsten Händler muss ich mir mal Farbe kaufen. Leave us in peace and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please. We just want to go home.
Motiv erkennen. Ich will diese Larve eigentlich nicht nutzen, aber wird es schon harmlos sein, dass das Theater, ich will es. Ich weiß, dass ihr Diener von Zaria seid. Ihr müsst mich überzeugen, dass ihr nicht seid, wofür sie euch hält. Ausnahmsweise mal. Acht. Ah, gerade so geschafft. There's something in the squint of his eye. Ach, mach ohne die Narbe oder was? Enough! Enough! I'll not play pretend anymore. Karlak, you're going home in pieces if needs must. And you. Ich bezweifle es. Learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free now. And I'm never going back! Verständlich. Oh, okay, jetzt stehen wir am Eingang. Okay, wie kommen wir jetzt rein? Versperre aber nicht den Eingang. Survival is all that matters. Wir noch angreifen können, aber. Another step forward. Nicht genug Ressourcen. Okay, es braucht unsere Barbaren. Sind wir extra zurückgerannt, deswegen. Geschossfang. Ah, ich nutze das mal was. Ja, und ja, das gibt's doch nicht. So, rein hier. Können wir jetzt schon was machen? Zerfleischen. Spalten. Aber der Schutz ist durch den Tisch durchgespaltet. Oha, die sind stark. Und von draußen hier, das ist zu weit weg. Jetzt beide mal alle mal drin. Oha. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir sind ein bisschen unterlevelt hierfür. Was zum Henker? Was ist denn mit ihm los? Noch ein Kälte, Freunde, bis zum nächsten. Sie heilt ein untotes Ziel. Blenden könnte man gebrauchen. Nebelwölke. Ein bisschen Schaden ausrichten. Fehlschlag, als ob. Oh, Verteidigung, ist klar. Rettungswurf. Will man irgendwie hinter ihn gelangen? Das soll ein bisschen einen taktischen Vorteil sein. Ah, okay, ist klar. Okay, können wir irgendwie draufhauen? Hauptangriff. Schwächlicher Schlag. Durchbohren, schwungvoller Hieb.
Schwächender Schlag. So nicht tödliche Angriffe bewirkt das magische Schwachgriff. Das Angriffsziel beeinträchtigt werden. Nee, ich will den 1 bis 4 Schaden, 3 bis 6 Schaden. Durch Bewohnerschlag. Auf geht's. Von hinten. Konzentration verloren, das ist gut. Jetzt kommen noch andere Geschossfang. Kritischer Treffer, na toll. Wir sollten mal ein bisschen Heilung ersetzen. Bohrender Schuss. Thaumaturgie. Einschüchtern auftreten. Rücksichtsloser Angriff. Nice. Dann geht er da unten. Schwert der Gerechtigkeit. Nice. Langschwert. Schuppenpanzer. Kann sie gebrauchen. Weiß nicht, ob sie das will. So, Heilung kann sie natürlich nicht. Und sie kann hier angreifen. Bärenkraft. Vielleicht können wir jetzt mal. Kann er sich selbst heilen? Kann auf jeden Fall mal eine Magierrüstung wirken. Zur Stufe 2, dass er nicht mehr so sehr verletzt wird. Und hier mal hin. Hätte gesagt, halte ich ein bisschen am Hintergrund, aber zu spät. Und da stehen noch ein paar oben drauf. Okay, die kommt runter. Okay, wir setzen nochmal Sprinten ein. Platzieren uns mal hier. Ist hier kein Ziel oder was? Ungültiges Ziel. Nein, verdammt. Na komm. Und ein bisschen zurückziehen. Come, stay idle. Wunden heilen. Unsere eigenen sind nicht so schlimm. Wir müssen ihn mal heilen. Das war ja nicht so effektiv. Stufe 2. Wir sind jetzt Bade irgendwie ein bisschen Support-Charakter. Einmal Lied spielen, Kampfesmusik. Ne, komm, lass. Geht sie zurück? Okay, ah, verdammt. So, du rennst hier mal rein. Das trägt noch am wenigsten Schaden. Zerfleischen. Let's go. Das war nicht schlecht. Genug Ressourcen. Ah ja, einmal schubsen. Und jetzt den ein bisschen zurück. So, können wir hier einen Blitz. Feuerfeuer wird nicht gehen dadurch. Improvisierte Nahkampfwaffe. Ich nutze mal den Zug, um hier hinzukommen. Ich komme jetzt auch noch. Das arme Holzfass. Ach, wir haben sie weggeschleudert.
Ah ja. Okay, das sieht nicht gut aus. So, wen können wir angreifen? Das war durch einen Vierschuss. Verdammt. So, durchbohrender Schuss. Auf sie. Kritischer Fehlschlag, als ob. Okay, wer braucht Heilung? Astarion am ehesten. Die Gruppenheilung. Fast nicht möglich, während die Gruppe kämpft. Ah, das müssen wir danach machen. Verstehe. So, wen attackierst du jetzt? Astario natürlich. Okay, Hause um. Gerbe von Avernus. Und sengendes Niederschmettern. Auf geht's von hinten. Nice. Bogen durch, ach behalt's. Wo können wir verkaufen? Also wir haben noch mehr Gegner hier. Nicht genug Reichweite, so ein Mist. Wie natürlich der erste Gegner. Gesteckt durchs Dach. So, du bleibst erstmal ein bisschen zurück. No choice but to keep going. Kartoffel. So. Wir müssen ihn mal ein bisschen heilen. Und badische Inspiration auf sie hier. Unbedingt. Breathe deep and move. Fuck yes. Okay, wir kommen hier nicht raus, oder was? Aufs Dach. Müssen nicht mehr angreifen. Und können uns in der Nähe begeben. Schade, dass wir es nicht mehr angreifen können. Erstmal Kiste öffnen. Ah ja. Matschig. Oh je. Also sie steht noch relativ gut. Feigling. Wen verschwindest du? Ihn lasse ich mal hier. Ich darf noch ein bisschen heilen. Obwohl, mit ihm können wir auch schon mal rausgehen. Ein eingefettet hier. Ich bin mit Bewegungsrate. Okay. Ich werde auch mal raus. Gehen wir zumindest mal raus hier.
Jetzt können wir von hier aus von unten schießen. Und das mal versuchen. Okay, sie treffen wir damit nicht. Weg ist unterbrochen. Mist. Na dann. Das sah nach einem Fehlschlag aus. Okay, können wir hier vielleicht. Das Punkt nicht erreichbar, fantastisch. Das wäre. Wow! Wo sind die hingefallen? Das war hier beeindruckend. Wir können Leiter vernichten, wenn wir oben sind. Feuerfeil. Na, fantastisch. Vielleicht können wir den Vampirbiss. Nicht erreichbar. Nicht erreichbar, sag mal. Das ist doch. Ist nicht wahr hier. Jetzt vielleicht. Meldung für mich. Mit mir. Sie wird nicht erreichbar, das gibt's doch nicht. Wir können vielleicht einen Fernkampf führen. Nice. Besiegt. Okay, das Schriftvolle wiederbeleben. Mhm, haben wir durch jetzt schon mehrere Runden. So, wie geht's denn so? Fuck them. Fuck Thauriel. I won't go back. I'm never going back. Müsst ihr nicht. And if any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. Ganz ruhig, Karlach, die Flammen werden riesig. Sarie wird nicht mehr in eurer Nähe gelangen, dafür werde ich sorgen. Macht alles dem Erdboden gleich. Not big enough. Now get out before you get hurt. Now. Ganz ruhig. Ungezügelter Zorn, oh Gott. Können wir irgendwie. Heilung fürs Team. Some rest's better than none. Sehr schön. Sie tut sich gerade selbst weh. Na ja, dann mach mal. Wie es denn sein muss. Ja, was war das jetzt? Ah, die Leiter ist kaputt. Ist ja fantastisch. Und wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Und reagiert sich da unten ein bisschen ab. Wir müssen mal schnell wieder einen Händler finden. Mal gepolsterte Rüstung. Überladen. Da war es ja nicht so weit.
Als ob das dieselbe Farbe hat. Ah, ein Rot. Nice. Passt sehr gut. Schubpanzer kann sie gebrauchen. Einmalige Verwendung. Die müssen nochmal einen Kampf einsetzen. Ich kann der Schuppenpanzer für sie was bringen. Obwohl sie damit wahrscheinlich ziemlich schlecht aussieht. Verholte Tomate. Stichte Robe. Sie hat doch ein bisschen was bekommen. Lederrüstung, Schuppenpanzer. Naja. Ich weiß nicht. Und bringt die Rüstung. Lederhandschuhe, Barbarenkleidung. Bis wir mal was Besseres finden. Tja. Eine Fackel kann sie gebrauchen. Das ist leicht. Wir können ein bisschen was bei ihr abladen. Jetzt bin ich meine Waffe los geworden. Hier. Ja, hier müssten Feuer. Immer bräuchten wir nochmal. Wenn wir irgendwann mal einen finden. Den Hut jetzt dazu tragen. Auch wenn der als unedler Hut gilt, ich finde ihn passend. Gute Sache. Pflege. 0-7 Schaden. Okay, die behält mal ihren Herkunftswaffe. 4-13 Schaden. Ein Langschwert ist nicht so das Ding. Ihr könnt von mir so eine Keule kriegen. Ich bestimmt auch irgendwo. Wird bei ihr dann wahrscheinlich wieder zu einem bisschen Pflege, aber irgendwann habe ich doch vielleicht einen Kriegshammer. Ein leichter Schaden. Eine Bade. Haben wir nicht dieses epische Schwert aufgehoben? Krummsäbel würde ich auch was. Goblin-Säbel. Morgenstern, ja, da sehe ich sie nicht so. Und einen Kieshammer finden, das wäre was. Also Krummsäbel wäre auch was für sie. Schwert der Gerechtigkeit. Ist das was? 6-16 Schaden? Nehmen wir das doch, das passt doch. Goblin Krummsiebel. Ja, wird auch passen. Das hat nun das Beste ist, glaube ich, das hier. Schwert der Gerechten. Soll sie haben. Einfach Tür zugemacht. Nichts drin. Und eine Armbrust.
Wirft bis 12 Schaden. Haben wir schon. Was Sinnvolles, was wir hier noch finden können? Geld. Ein Apfel. Ja, sprich. Felt good letting off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire lasted a little longer than it should. Sieht ein bisschen komisch aus mit der Rüstung. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Ja, die Mütze steht mir. So I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I found a way to calm it down. Oh, geil, das finde ich geil. Die rote Rüstung und der grüne Hut, das ist geil, das sieht geil aus. Wie bei den Höllen kommt ihr an eine infernale Maschine ins Herz. Ihr habt eine Maschine als Herz. Was könnt ihr durch die Maschine tun? Ich kenne einen Schmied, der immer in der Hölle gearbeitet hat. Vielleicht kann er helfen. Well now, maybe I could make his acquaintance. A Titan screw or two might let me keep a little calmer. Maybe even manage a pat or bump without burning someone to death. It's been a long time. Let's go find your friend before I blow a gasket. Und die Rüstung passt doch irgendwie. Bis wir eine brutale Rüstung gefunden haben. Wie rustikal aussieht. So, schön mal looten. Wir tun noch Rüstung und so hier noch. Wasserflaschen. Und die haben wir schon geplündert. Eine Feder. Mächtiger als das Schwert, wie man weiß. Vielleicht noch irgendwas. Okay, das können wir nicht lüften. Na dann, machen wir uns mal vom Acker. Verlassen wir den Tatort. Okay, wo jetzt dann? Vielleicht komme ich hier irgendwo hin. Da gibt es nämlich nur noch was für eine Flüchtlinge und so. Das sieht ziemlich unüberwindlich aus. Wir können es mal versuchen, hinter der Hütte lang. Let's have a look. Fleisch. Ein paar Würstchen. Ich würde mich hier nochmal umgucken. That might be worth a look. In Höhen noch. Da sind wir alle viel zu klein. Und hier ist wohl eine Sackgasse. Hier können wir nicht weiter. Tja. Also viel zu groß für dieses Loch. Keine Ahnung, wie wir zu den Flüchtlingen kommen. Haben wir denn hier alles? Ist noch ein Bereich, den wir nicht aufgedeckt haben. Hier wird's spannend. Druide Heilsen. Es wäre eine Mission, die wir als nächstes angehen könnten. Anstatt weiter nach Norden zu gehen. Ich glaube, wir starren uns mal langsam. Vielleicht geht's hier rüber. Oder ansonsten hier. Ich würde mal vorschlagen, wir starren uns mal hier entlang. So. In die Richtung? Ja, ungefähr. Und weiter geht's nach Norden. Da kamen wir nicht lang. Hier ist der Weg ziemlich versperrt. Bodies everywhere. Accident. Sabotage. Einmal buddeln.
sprich mit Rudern. Aha, fehlende Säure. Nicht schlecht. Frisst sich jetzt durch den Winter. Dann sollten wir mal hier lang. Hier ist eine Höhle. Aber da wollen wir lang. Oh Gott. Ich will nicht wissen, was in dieser Höhle drin ist. Gehen wir mal wieder. Ich würde sagen, auf die Brücke. Ist der beste Weg. Oh, hier geht's lang. Dann hier hinauf. Da sind Spuren. Tote Hyäne. Oha. Sieht nach dem Kampf aus. Gnolle. Oha. Durchbohrender Schuss. Kündigen wir uns mal an. Badische Inspiration auf unserer Barbaren. Oh je. Okay, Astarion. Integrierter Angriff. Nice. Das war nicht schlecht. Echt nicht übel. Der kassiert. Rettungshof gelungen, sehr schön. Jetzt kommt unser Barbaren. Einschichten brauchen wir nicht spalten. Auf geht's. Ach, das ist doch scheiße. Nicht genug Ressourcen. Willst du mich verarschen? Dass wir vorher vorwarnen. Umwerfen. Kritischer Treffer. Nice. Den haben wir richtig umgeworfen. Okay, die haben nichts dabei. Der Astarion müsste hier vorne stehen. Geschossfang. Sie sind nicht erreichbar. Feuerpfeil. Fehlschlag. Fantastisch. Need to find a way forward. Okay, braucht irgendjemand Heilung? Nicht wirklich. Sollte ich bohrender Schlag auf dich? Astarion beweist mal wieder, dass wir ihn brauchen im Team. So, einmal sprinten. No surrender. Wir bauen die hier vorne. Knaufschlag. Nächst etwas. Und hier haben wir noch jemanden.
Na komm. Oha, das hat ordentlich reingehauen. Das Astarion bräuchte Hilfe. Charisma-Wurf, okay. Schwächender Schlag versuche ich mal. Ja, nice. Kritischer Fehlschlag, na toll. Trotzdem noch geschafft. Und der ist auch fast hinüber. Oh, war ja. Schaffen wir es zerfleischen? Fernkampfangriff würde ich sagen. Nice, kritischer Treffer. Und Feuer. Hätte ich nur noch einen. Nice, das war mein Kampf. Ah, nichts dabei. Hm, Speer. Nehmen wir mit. Was ist da? Ach, lass die Zeit. Ist nix. So, vielleicht Leiche. Ein offener Brief zu unterdrücken von Frauen. Bin ein bisschen überladen. Ein bisschen. Ach du Scheiße. Der Brief ist in zornigen, geschwungenen Handschrift verfasst. Es ist ein Leserbrief an den Herausgeber von Baldurs Bild. Oh Gott. Eine für ihre kontroversen Artikel bekannte Boulevardzeitung. Aha, aha. Werte Herausgeber, ich halte es für verabscheuungswürdig, nein, für diabolisch, dass ihr die lächerlichen Vorschriften zur Tierhaltung in Baldurs Tor verteidigt. Kein Tier, das größer ist als ein V, darf in die Stadt, wie auch Charisch. Meine liebste Geselle ist der wohlerzogenste Bär, dem ihr je begegnen werdet. Doch um Zeit mit meinem Kind zu verbringen, muss ich zu meinem Sommerhaus in Kommür reisen. Ich fordere das Parlament auf, diesen Missstand zu beheben. Unverzüglich. Das emotionale und psychologische Wohlergehen der Bürger von Baldurs Tor steht auf dem Spiel. Und ich werde in dieser Angelegenheit bis zur höchsten Autorität ziehen, sollte sie nicht behoben werden. Just in diesem Augenblick schreit Giselle nach ihrem Vater. Dieses archaische Vorschrift trennt Kinder von ihren Eltern. Ich weiß nicht, wie großherzig Ulda Ravengarten nachts schlafen kann. Großherzog werden, hochachtungsvoll M. Steif. Das wird man mitnehmen, vielleicht können wir es in Baldurs Tor mal ausliefern. Wir sollten mal einen Händler finden. Das können wir dort uns nachteilen. Okay, wir haben einen Link zwischen Smart rein und zerstörten Dorf. Wir könnten das nutzen. Um ein bisschen was loszuwerden. Ich will da eigentlich nicht runter. Ich sollte mal Heilung auf mich selbst wirken. Worum ich gerade bin.
Das Talion braucht Heilung. Ja, sehr schön. Sie darf nicht du selbst sein. Ich glaube, die Barbaren braucht ein bisschen Charisma. Das kann nicht schaden. So, weiter geht's hier entlang. Okay, wo kommen wir denn jetzt hier an? Ich werde mal nach unten abbiegen. Oh, ich weiß, wo wir sind. Da werden wir aber wahrscheinlich wieder lang müssen. Können wir da einfach vorbei? Das ist ein brennender Hof. Ist da irgendwas Wichtiges? Die Quest ist da gerade nicht. Da hau ich mal einfach ab. Gehe ich dran vorbei. Die Bürgspass. Seems almost too big to take flight. Ach du Scheiße, ein Drache. Ich weiß nicht, ob das gut endet, wenn wir hier unten lang gehen. Versuchen wir es mal. Gespeichert, oh Gott. Es wird katastrophal. Hat es noch sehr ruhig. Drop your weapons. Oha. I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance. No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn. Wir kommen später nochmal zurück zu diesem Hof. Oh, ein Drache. Ich kämpfe jetzt gegen den Drachen. Darauf bin ich wahrscheinlich noch nicht. Gegen Drachen kann ich glaube ich noch nicht kämpfen. Stop wasting time, Beretta. Nicht gut dafür. Oh. You're not here to play with the locals. Ist doch einer von. Of course, Kithra. We merely sought to. No excuses. Question killed. Schade, dass wir sie nicht mit dabei haben. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. I hate to be negative. But those Gith will carve you up like a goose. Ja. Ist keine gute Idee, hier lang zu gehen, aber. Ich dürfe nicht hier unten lang. Ich glaube, das ist keine gute Idee, hier gerade lang zu gehen. Ich würde mich mal ein bisschen zurückziehen. Da kommen wir dann mit der Gift wieder. Über die. Was wir mal mit haben im Lager. Die Straße. Gehen wir mal hier. Den Weg wieder zurück. Da würde ich sagen, dort unten. Im Fall das ist ein Dorf, da gibt es noch einen Weg. Könnte mal ein bisschen schneller spazieren. What's in here? Mhm. Ein paar Flaschen. Ich habe ja noch nicht genug dabei. Roséwein. Aha. Über die Brücke.
Will ich tatsächlich mal auch wieder zurück zum Händler am Tieflingsversteck gehen. Ey, was ist denn jetzt hier los? PC rebelliert wieder. Ich kam doch hier vorhin schon mal rüber. Na komm. Sie ist zu weit entfernt. Das dürfte der Fels weg. Soll ich hier runterklettern? Aber wie kommen wir dann wieder hoch? Ist die gute Frage. Nee, bleib mal hier. Das muss doch irgendwie gehen, dass wir hier rüberkommen. Sind doch hier schon mal rüber gehopst. Oder nicht? Nicht genug Platz. Was ist ein Glückstreffer oder warum sind wir hier? Ist doch ein Weg, den man. Ist doch nicht weit. Tja, als ob das auf einmal nicht mehr geht. Dann versuchen wir es mal nach unten, wo es denn keinen anderen Weg gibt. Ist bloß die Frage, wie wir dann wieder hochkommen. Ja. Ich habe die Kontrolle über mein Team verloren. Hey, ja. Mit dir sprechen wollte ich jetzt eigentlich nicht. The year, tenure. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlak, a knock-knee delinquent from the outer city, with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Ihr habt einen Boss erwähnt, der euch Zari überlassen hat. Wer war das? Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job, a good job, with people I liked, doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Oh, to feel so invincible again. Was macht die infernalische Maschine mit euch? Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Uh-huh. I try not to think about it.
I still think about it constantly, but, you know, I try. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But not today. Ah, tja, so viel dazu. So. Versuchen wir mal einen Weg zu finden. Einen Weg herum. Oh, hier sind ein paar der Rüttler. Ich komme mal hier rüber. Nur die Wand wieder hoch. Oder wo wollen wir lang? Wie sieht der nächste Plan aus, auf das andere Ufer zu kommen? Gibt es hier irgendeinen schmalen Grat, wo wir rüberkommen? Some old forgotten bones. Mhm. Lass ich mal liegen. Wer schleppt schon mit uns genug rum? Im Zweifel laufen wir jetzt mal zurück zum Hof und ein flacher Stein. Ich würde sagen, wir laufen mal zum Hof zurück und dann machen wir eine Schnellreise. Falls wir können. Dann geht's hier lang. Aber vielleicht können wir auch hier rüber. Na, ich glaube nicht. Hier nach oben. Und dann hier lang würde ich behaupten. Und da müsste irgendwo der Stein sein. Gut, dass wir hier nicht sprinten können. Ach, hier haben wir den Kreis. So, dann würde ich mal Smart rein. Und schauen wir mal, das wir da handeln können. Das ist der einzige Händler, den ich bisher gefunden habe. Daher auf mit uns. Und dann gehen wir mal zu, wenn wir gehandelt haben, gehen wir dann mal zurück zum Dorf. Können wir hier mal schnell reisen und können wir dort direkt weiter aufbrechen. Denn da war doch direkt hier. Und das ist da schon abgehauen. Und wenn ich komme an das kleine Kind hier. Ah, hier. Aaron. Und der macht nicht so gute Preise, aber wir sind überladen, wir müssen Sachen loswerden. Need anything else? Of course, but please remember, you're not the only one in need. Nivengift, das sollte man nicht verkaufen. Die ganzen Waffen können wir hier verkaufen.
wir uns merken, dass wir nicht bestehen sollten. Mit so vielen Waffen rumrennt. Ah, den Hammer behalte ich erstmal. Und die vielleicht auch. Das ganze Arsenal, was wir hier mit uns rumtragen. Schaufeln können wir gebrauchen. Die Rüstung vielleicht auch erstmal. Das Besteck hier. Ja, Teller. Die Anweisung behalte ich erstmal. Die alte Mütze können wir auch verkaufen. Kochtopf, all den Schrott hier mal loswerden. Okay, können wir gegen was tauschen? Rüstung des Heckenwanderers. Mhm. Das wäre doch was für unsere Barbaren. Ringpanzerrüstung, das wäre auch mal was. Wir sind hier noch stark überladen. Oha. Hemd, Fellrüstung. Das könnte was für unsere Barbaren sein. Das sind noch magische Artefakte, die wir hier. Die wir später in Geld loswerden können. Ein Pfeil. Drachengriff. Die hat schon ein gutes Schwert. Pfeil des Eises. Ein Helm haben wir durch irgendwann mal verkauft. Vorratspaket können wir uns noch mitnehmen. Zauberdieb. Könnte ich mir für Dinge vorstellen? Oh Gott, nein. Zurück damit. Schrift oder Blitz, Schrift oder mit den Toten sprechen. Pfeil des Feuers. Können wir schon so. Naja, der hat nicht, sonst hat er nicht viel. 312 gegen 319. Können wir denn von dem noch nehmen? Machen wir einen unfairen Tausch. Jo. Sylvanas be with you. So, ich hätte da mal was für euch. Well, well, well. Ringpanzerrüstung. Ja, sieht schon viel besser aus. Rüstungsklasse 15 kann sie ja aushalten. Rüstung und schwere Rüstung ungeübt. Okay. Dann üb dich darin. Ich jetzt die Umsatz mit für dich gekauft. Verhindert Kampfrausch. Ach du Scheiße. Mann. Dann halt behalt's im Inventar. Das geht doch nicht. Oha. Und halt erstmal die Rüstung. Müssen irgendwann mal leveln.
stayed interesting. Mhm, schönes Symbol hier. So, wo war denn Färbemittel? Einer von denen, die Kleine hat doch hier Färbemittel verkauft. Die Fianchi-Kriegerin. Flüchtlinge können wir nicht retten, da kamen wir nicht hoch. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Machen wir uns mal wieder auf den Weg Richtung zerstörtes Dorf. Wir gehen dann erstmal hier hin. Dann muss ich jetzt mal das Tor auf magische Weise öffnen, dass wir da durch können. Und dass da oben jemand steht und da aufmacht. Und dann gehen wir mal hier hin. Ich hoffe, da können wir dann schnell reisen. So, nämlich hier hin. I was just thinking the same thing, but less poetically. Without so much as a stirring from our town. A girl. Okay, kommt jemand? Goblinschläger? Wo sind wir in die Richtung, denke ich? Andere Richtung. Andere Richtung. Ja, in diese Richtung würde ich sagen. Nein, falsche Richtung. Große Güte. Hätte jemand Spiel mit Kreide gespielt? Ich glaube, Himmel und Hölle haben wir das mal früh genannt. Condition is worsening again. I need to consume some power from magic, or it may become volatile. Das haben wir doch erst. Alter Schwede, ich kenne dieses dann. Meine Fresse. Das Licht haben wir noch nicht gebraucht. Aber dann haben wir bald nichts mehr. Komm ohne klar. It is a strange experience, but doesn't feel quite right. It never feels right. Was? But it relieves. Und da bitte kein magischer Gegenstand vergeudet. The pragmatist in chief, aren't you? The magic isn't having the effect it should have. Bist mich verarschen? It's not like the last time. Like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle. The fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Wir tauschen ihn gleich aus gegen Will. Thank you for the artifact. Alter. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Jetzt kann Astarion die Fähigkeit nicht mehr. Arschloch. Das hat mir aber nicht geholfen. Alter. Noch so ein Spruch. Du wirst ersetzt. So, hier geht's lang. Will kann auch einige magische Fähigkeiten als Hexenmeister.
Wenn G nicht so viel so gut wäre, dann würde ich den mitnehmen. Okay. Gehst du hier lang? Eine Holzbrücke. Sehr brüchig. Okay, verstecken. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Adlerauge Smurt. Okay. Ich glaube, hier sollte man nicht entdeckt werden. Warte, ich muss mal kurz speichern. Goblin-Lager. Zu spät. Get to the main gate, or I'll plug you full of arrows. Jetzt aber mal speichern. Bevor noch was Schlimmeres passiert. Goblin-Lager sind wir. Ja. Würden wir hier nicht den Teehaus? Tante Edchen. Dieses hier war hier nicht der gesuchte Yankee-Gripper. Goblin-Priester. Okay, hier wollen wir hin, aber. Lass uns mal wieder runtergehen. Wir können nur das Ganze diplomatisch klären. Ja, speichern ist gut. Goblins ahead. A war drum. One of those can summon fighters far and wide. Von dem Pfeil geschlagen. Yep, deswegen. Na toll. Ach du Scheiße. Wir gehen hier noch drauf. Gut, dass gespeichert wurde. Gut, dass keine Heilung gerade kann. Im Goblin-Lager ganz. Lange Rast machen ist auch nicht wirklich drin. Immer mal einen neuen Spielstand. Das sind wir dann. Das können wir auch mal hier hin zurück, das, falls dann. Falls doch tödlich endet. Ich glaube, der Timer. Oh, große Güte, ja, wir müssen den Part mal beenden. Im Goblin-Lager geht es im nächsten Part weiter. Ich mache hier die Parts werden länger und länger. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.